Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Welcome to Silaus DX. Part 2 im ersten Dungeon, der Waldgrotte. Ist okay, zu spät. Du brauchst den großen Schuss. Ich finde den nicht runterfallen, hier so komisch animiert. So, der Schatter. Ich muss nicht jede Woche reden. Der Link. A Link to the Past Musik. Okay, man sieht noch nicht mal die Räume. Ja, speichern wir mal. Nicht mal die Räume, die man selbst versucht hat. Ging es da weiter? Ich glaube nicht. Nein, es ging hier nicht mal hin. Schnelle Türanimationen sind supi. Gut, nein. Witzlos. Mit meiner schnelle Treppenanimation. Hier war schon das. Stirb. Da gingen sie nicht weiter. Stirb. Hier brauche ich Bomben. Oder? Na, hier brauche ich Bomben, die gibt's aber nicht. Die müssen wir später nochmal Backtracking machen. Keine Schlüsselanimation. Juhu. Dieses Geräusch. Es verändert die. Witzlos. Link. Wofür habe ich dich eingestellt? Yay! Warte! Erster Dungeon so, ne? Das ist nur ein Raum oder so. Ja, speichern wir mal. Cool. Das Schöne ist, bei diesem Sammeln muss man sich nicht Angst, muss man keine Angst haben, wenn man natürlich Gürtel kriegt. Ich fand sie aber auch immer. Gestern war es schon. Gestern, weil ich hier irgendwann den Part aufgenommen habe, habe ich ein anderes gespielt. Du hast den Kompass gefunden. Markiert hier auf der Karte deine Position und die des Bosses und die Standorte der Truhe. Dann lebe der Fortschritt. Cool. Wieso steht da nicht neu, neu, neu? Auf der Raum, genau. Der Rätselraum. Hier hängt man auch, wenn man es ins erste Mal spielt. Und du bist jetzt gerade so gar nicht in die Falle gelaufen. So. Auf mal. Liegt natürlich reich zu. So, jetzt muss ich das da. Jetzt will ich mal ein bisschen. Hier will ich ganz kurz Cut setzen. Nein, das ist jetzt einfach rum. So, da bin ich wieder. Passiert das sehr gegenwärtig. Er hat mich jetzt nur sprechen. Er hat mich jetzt ganz schnell sprechen. Und deshalb spreche ich auch einfach weiter. Wir müssen so lang gehen, dann müssen wir den da dran schieben. Dann müssen wir den da hochschieben. Schieb. Nee, ich bin immer noch, wo ich wahrscheinlich vorspule. Ich spule hier vor, ich weiß es nicht. Einmal der schnelle, den ich hier gar nicht vorspule. Spätestens bei denen werde ich vorspulen, weil die einfach so lang dauern. Schieben es. Wenn er sich verschiebt, darf man alle nochmal von vorne schieben. Und ich jetzt nochmal kämpfen. Sag yay. So. Ich hab das gerade eben, das werde ich nicht. Merkt euch den Weg. Nee, sie müssen überhaupt nicht lagen, Nukus. Schnuck. Genau, schieb die Hand.
Schieb auf die Wand. Du musst unbedingt verschwunden, Junge. Jetzt habe ich irgendwas rum. Ich habe nur so gesessen. Jetzt den Knopf an die Wand legen. Mach es einfach ohne Fragen zu stellen. Ich hätte eh keine Fragen. Zeit. Schieb, schieb. Schieb, ey. Schieb, schieb das hoch. Ich nehme sie weiter hoch. Ich habe nicht gedacht, dass es auch ein Kanzel schieben. Schieb irgendwann die Wand. Ich schiebe sie runter. Schieb das runter. Gut, so geht. Jetzt nur auf einmal hier so rum. Nein, nur. Ich muss jetzt viel weg werden. Ich sammle jetzt hier meinen Büro und ist dann der Chefschritt. Der Chefschritt? Mach mir das gleiche in meiner Wand. Ich habe schon mal was Zeit. So, und jetzt ist meiner schon. So, aber damit jetzt wieder ein bisschen normal sprechen. Scheiße, ich speichere mal nach. Nein, wieso ist der freigekommen? Spiel, was hast du gemacht? Man ist mir noch nicht mehr Herzen hier, weil dieses Viech ist so nisch. Was ist das? So. Die Planer drücken wir diesen Knopf einmal und. Wir sehen uns, weil ich den Stein an seinen Platz geschoben habe. Kurzer Cut, mir geht das gibt. Sie auf die Nerven zu öffnen, wenn diese Truhe hier ist. Dann nehmen wir uns dieses Hörnchen. Schauen wir uns den Live an. Ja, speichern wir jetzt mal ganz kurz, wie ist denn jetzt? Oh, danke schön. Beziehungsweise wollte ich den Stein dann schon. Den Stein auch schon mal geschoben. Jetzt können wir hier im Wunder den Stein wegschieben. Nun können wir darf ich setzen, genau. Und war jetzt auch gar nicht dumm und Zeitverschwendung. Finde ich gut. Ja, große Schüssel, die hat sich übernommen. Türen öffnen, neue Schätze. So. Ja, genau. Das ist richtig so. Ne? Ja, man kommt hin. Das alles muss ich mal kommen, wo man raus. Das Schwert ist richtig geliebt, ich hab alle Herzen. Ich hab das Ding vergessen. So, Stuhlen, so unglaublich witzig für mich. Ich bin nicht hier, sondern. Ich hab jetzt viel schneller und viel weniger Zeit war. Seitdem wir uns abgelegt haben. Nach dem Weg kann jetzt nichts mehr schief gehen. Dann gehen wir jetzt zum Zwischenhof. Boom, Spoiler. Ach, genau, was muss ich dann noch tun?
nur Schwertangriff ist. Man muss Glück haben, dass man ihn trifft. Yes. Erster Versuch. Hier nach aus eilig klingen. Nee, klingt mal ein anderes Spiel. Erzcontainer! Herzteil. Suchen wir uns hier noch die Truhe. Kraftlandschuh. Das können wir nämlich Stein heben. Schnell noch eine Pecknen. Gut, dass wir sind hier. Was jetzt nochmal besiegen muss. Ich schwöre, heute stirbt, dann stirbt halt jemand. Oh, guck mal, man sieht sogar den Maus. Ah, weiß nicht, wie man dran hinkommt, ne? Okay. Gehen wir einfach mal zum Boss. Es ist eh nicht mehr weit. Jetzt schon was war ich viel zu spät. Wir sind bei RPG Maker spielen. Nein, ich muss ihn nicht nochmal besiegen. Schade, das war so ein schöner Boss. Kannst du ihn noch ein drittes Mal besiegen? So, jetzt können wir nämlich diese Steine hochheben und da lustige Motten schleudern. Die haben gar nicht spoilern, was für ein Gegner man in diesem Dungeon bekommt. Stirb noch ein ähnliches Viech. Und welcher Endgegner erwartet uns? So. Gehen, das Herz nehmen wir noch mit. Stirb nicht zu, unverwundbares Viech. Stirb. Gib mir die Truhe mit. Oh, niemand wird erraten, was sich da drin befindet. So, bis zum nächsten Pass. Naja. Ja, Master Key, Boss Key. Stecke des Dungeons schon mal vorbringen. Warum kannst du die. Und das Mausversteck von mir. Was ist das mit mir? Ja, na. Dann ist das damit auch zu 100% abgeschlossen. Egal, ich brauche keine vollen Herzen. Ich habe eine Fee. Wir müssen jetzt alle überrascht tun, dass wir eine riesige Motte als Gegner haben. Nein, scheiße. Die uns mit kleinen Motten bewirft. Was hat mich getötet? Nein! Ich hab noch nicht gespeichert, ich glaub schon. Hat aber noch nicht mehr viel Hits. Vielleicht kommen die Unsichtbaren. So, besiegt. Herzcontainer. Ich stehe genau drin. So. Ich speichere mal während der Musik. Glitschen. Ich liebe es so. Da haben wir ein lustiges Skin-Kitty. Ich spreche nicht mit dir.
Link, danke, du hast mir das Leben gerettet. Dank der 8 Beschützer, die von Prinzessin Zelda berufen wurden. Die Wachen, die teilen zusammen in Lenik. Rekulik. Rekulik. Grrrr. Wir wachen über die Teile der heiligen Relikten. Wir wachen über die Teile der heiligen Relikte des Triforce, Symbol der drei Göttinnen, das nach ihnen auf der Welt ließen. Tauchen sie über Vaters Triforce, Quelle des Lebens und die Ursprungs, jedoch auch Ursprung von Gier und des unaufhörlichen Kampfes zwischen Kräften des Guten und des Bösen. Jedermaß die heiligen Relikte bedroht. Die Geschichte wiederholt sich. Wann immer eine Bedrohung auftaucht, erschien ein Held und sein Mut konnte die Schatten zurückdrängen. Finde meine Brüder und entdecke, wer hinter all dem steckt, bevor die Mächte der Finsternis des Hyrule ins Chaos stürzen. Möge der Held des Landes Frieden und Wohlstand führen. Yes, und nun lass uns ins Blind Teil von, da ich viel Vorsprung werde. Wer ein Edelweiß auf dem Hügel von Schönberg pflanzt, einen schönen Tag erleben. Ein Edelweiß. So, dafür bin ich noch nicht, ja, dafür bin ich noch nicht stark genug. Habe ich jetzt Spiel gelitscht? Nein, ich habe nicht Spiel. Oh, schau, ich habe nicht Spiel gelitscht. Bin ich tot, wenn ich da runterspringe? Ah. Möchte ich da ausprobieren, was passiert, wenn ich da runterspringe? Ich möchte vorher, glaube ich, erst speichern. Das sieht lustig aus da. Und steht mir die ganze Welt offen. Nun weiß ich, kenne ich das Spiel noch nicht mehr. Schade, dass ich das Spiel nicht mehr kenne. Ich brauche einen Enddrachen oder so. Okay. Das ist lustig, man kann ja irgendwie so lustig gegen die Wand laufen, kotzen. Oh, jetzt kommt's. Das ist jetzt gar nicht gut. Lass mal die Höhle bei Höhle sein und gehen dann wieder. Lustig, lustige Labyrinth. Oh yay, dieser Stein war so nützlich. Scheiße, ich hab keinen Platz in der Börse mehr. Wo kam ich nochmal die große Börse? Ich weiß es nicht mehr. Warum kam sie von irgendjemandem geschenkt? Ich hab's ausgeschenkt. Als ob man eine Geldbörse in einem Zelda-Spiel geschenkt bekommen würde. Ah. Yay. Okay, tschüss. Tschüss, mystische magische Höhle. So. Die Pass von diesem Spiel werde ich auch länger halten. Ach ja, stimmt ja. Jetzt kann man ja raus von Lausgonne weiter. Ich war mit Absicht, dass es so betont war. Gratuliere, du hast alle Herausforderungen der Waldkröte gemeistert. Geh ruhig in meinen Keller, um noch ein Ding zu suchen, bevor du dein Abenteuer fortsetzt. Nun mal nicht weiter weißt, vergiss nicht zu überlegen. Zu gehen. Sie wohnt im Osten des Dorfes. Sie ist eine alte Freundin und weiß alles über die Umgebung. Ja, die hilft auch gerne. So, es rollt auf. So, ne? Wieso spielt eben einem Haus Kakariko? Boom! Da, fuck, wieso gibt's hier einen Bogen? Wieso bekommt man ihn geschenkt? Und zweites Dungeon heute. Sowas macht man nicht.
Wasser. Lass uns schauen, ob der Shop noch irgendwas Nützliches hat. Äpfel nehme ich ja mal mit. Ja. Ich nehme mal von meinen. Jetzt gehen wir hier zum Bäcker. Willkommen, such dein Gebäck. Ich nehme das hier einmal. Ein Schokobrötchen. Gerne. Vielleicht solltest du ihn nicht essen. Oh, ein Schokobrötchen noch. Ich meine, es sind drei Herzen. Ich hatte keinen Platz in der Geldbörse mehr. So, gut, jetzt gehen wir zu Oma Lydia. Ich weiß nicht, warum die Namen immer so betonen. Und diesen NPC habe ich rausbekommen. Oma Lydia. So, wie geht's dir? Hast du den Buch gefunden? Ich denke, du kannst dich dem Rätsel stellen. Die Zwillingshöhlen auf dich warten. Südlich. Ach ja. Gefunden. Er war ja auch so überhaupt nicht auf dem Weg. Und so, ne? So. Sind das die Zwillingshöhlen? Da ist ein Haus. Boris? Sieht so Boris-artig aus. Link, hörst du mich? Hier ist Oma Lüni. Die klappt wirklich. Das Gefühl, dass sich in den südlichen Dungeons im Wald ein wichtiger Schatz befindet. Da, aber da komme ich noch nicht weiter. Oder, Moment. Ich habe ja jetzt einen Kraftarmband. Vielleicht ist Link nur noch stark genug, um die Fesseln zu ziehen. Oh. Idee. Legen wir diesen Schalter um, wie sich das Tor da öffnet. Na, brauche ich Bomben? Wieso brauche ich da Bomben? Hilfe. Das Spiel ist komisch. Schade. Schieb! Schade. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ich kann noch nicht mehr zurück, ne. Dann nehme ich jetzt den Weg, der geht schneller. So, jetzt gehen wir wieder in das Labyrinthchen, das war einmal zu viel. Rubin! Warum kaufe ich mir etwas? Was? Nein, Rubin kann man nicht kaufen. Spaß hat er aber. Das sieht auch so überhaupt nicht nach einem Rätsel aus. Das ist sinnlos. Nein. Doch. Das bringt mir jetzt irgendwo ja zurück. Ich nehme das hier. Schade. Das hier. Nein. Ich nehme das hier und dann nehme ich das hier. Auch nicht. Schade. Ich nehme das hier und dann nehme ich. Scheiße. Wie gesagt, ich habe nur bis zum Dungeon gespielt. Ich muss noch nicht mal über den Bogen bekommen. 5 Rubine! Verarschen! Das sieht richtig, ja, sieht. Ach nein! Yay! Und nun? 5 Rubine! Das freut mich auch. What the fuck?
Das war bestimmt so überhaupt nicht richtig. Und ich nick überhaupt nicht. Durch, Pfeile. Hahaha, und hier gibt's bestimmt Bomben. Fick dich, Spiel! So, ich möchte aber nur wissen, wo. Wo ich dann so alles schon hätten können tun. Welches war das hier? War das? Nein, das hier. Ja, das hier. Jetzt das Ding hier, so. Wie geht's denn nicht? Okay. Habe ich mir jetzt... Nein, ich habe mir keinen Weg entspannt. Schade, ich dachte, ich hätte mir jetzt so ein bisschen Weg erspart. Oder das war bestimmt falsch und so, wie ich mein Glück kenne. Und ich musste da lang gehen, genau. Da 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 da. Mir fehlen die Pegasus-Stiefel. Aber auf jeden. So, also das waren das jetzt ja die Zwillings-Tunnel-Dinges-Bomben. Und ja, ich möchte hier wieder weg. Pfeile. Komm, kauf ich mir jetzt was. Was? Pfeile kann ich mir auch nichts kaufen. Oh, schade. Ich wollte mir jetzt ein Eis backen. Ja, backen. Und einen Stolzkeks kaufen. Du verschwindest. Ja, das wusste ich natürlich. Ich wette, das Rätsel ist fallen dieses Loch. Ey, das war mit Absicht. Oh. Das war wirklich nicht gewusst. Ey, hier komme ich nicht weiter. Der Fälschschuss. So. Nee. Ey, ich sehe was zum Geier. Was zum... Ey. 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 Ja, gut. Ey. Mann. Okay. Wo geht's denn hier lang? Bomben. Wie kann das jetzt sein? Auf dem Baum sein. Hey. Ich finde mich gar nicht. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Moment. Okay. Oder muss ich dahin? Wahrscheinlich halt 1 zu 5 Millionen. Dungeon 2, Felshöhle. Ja. Was ist das für ein Skelett? Wieso hat das Hörner auf? Hilfe. Die Schlüsselblöcke, ich liebe sie. Sie sind so sinnvoll. Den sehe ich noch und
Was ist das für ein... Was sind das für Dinger? Oh, da war meine FPS jetzt ganz um. Ich habe nicht einen großen YouTuber-Fehler gemacht. Ein FPS. Ich glaube, ich bekomme die Pegasus-Stiefel in diesem. In diesem. Dann. Das war das Wort. Oder. Ja. Wie kann man an dieser Druckbrand. Boah, ich kann mit nicht reden. Ja, und wie man die Pegasus-Stiefel bekommt. Also. Ich brauche die Karte, ansonsten finde ich mich in diesem Land nicht zurecht. Das ist jetzt noch mein Ziel für diesen Part. Bomben! Hier ist ein Kristallschein. Treffe ihn mit etwas. Hey! Vorher bringe ich diesen Fliegenmensch um. Nein! Ich sag mal, das ist bestimmt gewollt. Yay. Es war auch gewollt. Und Schalter! Das ist nicht zeitbasierend. Oh, schade. Karte, bitte Karte. Piep! Dich Spiel. Die beiden Augen müssen durchbohrt werden. Was ist es? Oma Lydia! Und so, ne? Ich muss nicht sagen, das ist Biene wieder. Biene, Fliegenmensch. Fliegenbiene, was machst du hier? Verschwinde aus meinen Augen. Da ist kein Herzteil, das ist... Nein, da ist kein Herzteil. Das Herzteil, da sehe ich nicht. Leute, wichtig, das Herzteil, da sehe ich nicht. Das seht ihr auch nicht. Das wäre unmenschlich, wenn man das sehen würde. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen muss. So, hey, das ist nochmal eine... Ha. Ha. Moment. Ich komme an mein Herzcontainer ran. Vermutlich. Oh, ich komme an mein Herzteil ran. Eine super gut versteckte Herzteil. Was niemand von euch jemals gefunden tun hätte. Wie viele kleine Schlüssel willst du mir noch geben, Spiel? Das ist schon wieder so ein... Ace-Skelett. Wieso ist es ein Ace-Skelett? Und wahrscheinlich fehlen mir noch zwei kleine Schlüssel. Ah. Yay, yeah, sind die großzügig. Super Animation, muss ich echt sagen. Ich habe gesagt, ich spiele bis zum... Karte. Oh. Ich glaube, ich habe irgendwie die Karte überlaufen. Ich habe da mal so eine Idee, wo sie sein kann. Und das kotzt mich voll an, dass die Gegner lassen eine so...
gesamten Stockwerkes entweder ich hab's heute mal mit meinem Deutsch und Englisch. So. Da haben wir so einen Fliegenmensch. Ja. Wieso? Das ist ein Fliegenmensch. Aber danke für den Tipp, Oma Lydia. Ich weiß immer noch nicht, warum ich die Sachen so komisch betone. Das Video gesperrt werden sollte, beschwert euch nicht bei mir, sondern bei der Kinder. Achso, ich verschwende noch nicht meinen Pfeil. Karte, bitte Karte. Yes, so. Ey Mama. Kurz noch Karte anschauen. Ich hab schon 2 von 4 Schlüsseln. Oh, es gibt ja auch noch 4 Namen. Ich vergaß. So. Okay. 2 Geschosse. 2 Geschosswerke. Das Türen oder Truhen? So, ich würde sagen, mal zu einem. Das kommt auf Thumbnail drauf. Damit alle sofort denken, das ist der erste Dungeon. Von den Felshöhle. Mhm. Da fällt doch jeder noch rein. Bis zum nächsten Part.